Werner Königshofer ist derzeit auf Kur in Bad Radkersburg. Ich habe ihn zu Beginn unseres Schaltgesprächs am frühen Abend dort gefragt, ob er jetzt eigentlich alleine dasteht oder in der FPÖ möglicherweise noch heimliche Anhänger hat. Ich bin einigermaßen überrascht, dass ich auf diese Art und Weise aus der Partei ausgeschlossen wurde und mir das auch erst über die Medien bekannt gegeben wurde. Ich habe selber noch keinen Brief und keinen Bescheid des Parteiobmannes. Ich finde es nur nicht die feine englische Art, so mit jemandem umzugehen, der seit 35 Jahren freiheitlich ist, seit fast 25 Jahren Mitglied dieser Partei und die in vielen Positionen und Funktionen gedient hat. Ich glaube auch nicht, dass das die Art des HC Strache ist, weil ich ihn auf eine andere Art und Weise kennengelernt habe. Ich glaube, es hat Kommunikationsprobleme gegeben. Er ist in seinem wohlverdienten Urlaub auf Ibiza und ich bin seit 3 Wochen auf Rehabilitation hier in der Steiermark. Und dazwischen waren viele Zeitungsmeldungen etc. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Aber ich habe sehr viele Freunde, die mich angerufen haben, die mir SMS, E-Mails geschrieben haben, die sich auf meine Seite stellen. Wer ist das zum Beispiel? Ich will jetzt keine Namen nennen. Es sind kleine Parteimitglieder, kleine Parteifunktionäre aus Tirol und aus dem übrigen Bundesgebiet. Also keine Nationalratsabgeordneten? Auch Nationalratsabgeordneter will jetzt keine Namen nennen, um niemanden da auseinander zu dividieren. Jetzt sagen Sie, Heinz-Christian Strache steht Ihrer Meinung nach nicht hinter diesem Parteiausschluss. Dennoch ist natürlich er der, der das kommuniziert hat. Er hat sehr deutlich gesagt, die Partei habe mehrmals auf Sie eingewirkt, dass Sie sich distanzieren von Ihren Äußerungen, dass Sie sie abschwächen. Warum haben Sie das nicht getan? Das habe ich getan. Ich habe ein einziges Telefonat in dieser Sache gehabt. Das war vorgestern mit dem stellvertretenden Parteiobmann Norbert Hofer, mit dem ich mich immer gut verstanden habe. Es war ein sehr amikales Gespräch. Es ist um meine Facebook-Seite gegangen und ich habe gesagt, ich nehme diese Facebook-Seite vom Netz. Er hat sich dafür bedankt und gesagt, das ist okay. Und deshalb weiß ich nicht, warum ich ausgeschlossen werde. Jemand anderer hat mit mir nicht gesprochen. Wir können natürlich jetzt nicht klären, was die Partei mit Ihnen wann genau besprochen hat und was nicht. Aber kommen wir zum eigentlichen Anlass, kommen wir zu diesem Facebook-Eintrag vom vergangenen Samstag. Da geht es um Norwegen, wir haben das eh schon mehrmals berichtet. Es gibt wohl kaum jemanden in diesem Land, der nicht schockiert war über die Anschläge in Norwegen. Was mir jetzt nicht ganz verständlich ist, warum muss man eine solche Tat, wo Dutzende Jugendliche abgeschlachtet werden, in Relation zu anderen Terroranschlägen setzen, wie Sie das gemacht haben? Wie kommt man auf so eine Idee? Ich habe das ja auch nicht in Relation gesetzt. Ich darf noch sagen, ich bin selber schockiert über diese Attentate. Die sind ein grausames Verbrechen, wie wir es noch kaum in Europa erlebt haben. Mein Mitgefühl ist genauso bei den Opfern und deren Angehörigen. Aber ich sehe nicht ein, dass man unmittelbar danach die Opfer derart instrumentalisiert, um gegen rechts der Mitte stehenden Parteien in ganz Europa vorzugehen. Und dagegen habe ich mich gewehrt und diese Meinung vertrete ich auch nach wie vor. Auch Heinz-Christian Strache hat sich in dieser Weise geäußert. Also ich liege da nicht neben der Parteilinie. Aber wenn Sie sagen, die islamistische Gefahr, so war Ihr Wortlaut, habe in Europa schon 1000-mal öfter zugeschlagen, dann ist das ja wohl ein in Relation setzen und dann ist das natürlich auch eine Art von Verteidigung des Attentäters. Das ist keine Verteidigung, absolut nicht. Ich werde und will diesen Attentäter in keinster Weise verteidigen oder in Schutz nehmen. Ich möchte nur dazu sagen, man sollte eine andere Gefahr nicht aus dem Auge verlieren. Und über die Zahl der islamistischen Attentate kann man streiten, aber Sie können nicht bestreiten, dass es schon schwere Attentate in Europa gegeben hat. Denken Sie an Madrid, denken Sie an London, denken Sie an verschiedene Attentate in Deutschland, in Dänemark, wo der Zeichner der Mohammed-Karikaturen beinahe ermordet worden ist. Diese Dinge sollte man nicht vergessen. Aber das bestreitet ja niemand. Achtung vor den Opfern. Ja. Aber Herr Königshofer, es hat auch niemand gesagt, die Anschläge in London waren weniger schlimm als die in New York, weil dort weniger Menschen gestorben sind. Würden Sie sagen, dass islamistischer Terror gefährlicher ist als rechtsradikaler Terror? Das würde ich nicht sagen, aber ich sage, er ist gefährlich und man sollte ihn nicht aus dem Auge verlieren. Heinz-Christian Strache sagt, die Partei habe sie mehrmals dazu aufgefordert, ihre Facebook-Freunde und ihre Kontakte zu wörtlich, so hat Strache gesagt, braunem Russ zu löschen. Wissen Sie, was er mit braunem Russ meint?
weiß ich nicht, was er damit meint. Wenn Sie auf meine Facebook-Seite ansprechen, ja, da habe ich über 1000 Freunde. Ich kann nicht alle kontrollieren und ich kann nicht jeden Tag, wo ich jetzt in Reha bin, kaum Zugang zu einem Computer habe, kann nicht jeden Tag alle Eintragungen kontrollieren. Aber ich möchte Ihnen dazu eines sagen. Mögen vielleicht manche dabei sein, deren Eintragungen man nicht tolerieren kann, aber die allermeisten dieser meinen Freunde sind ganz anständige, ehrliche Leute, die zu mir stehen und die auch das Recht haben, sich in diesem Lande zu äußern. Und die möchte ich mal in Schutz nehmen. Wenn es darüber hinaus noch ein paar andere Radikale gibt, so gebe ich Ihnen recht, ich teile deren Meinung auch nicht. Was sind für Sie Radikale? Sind Nationalsozialisten für Sie Radikale? Ja, und Linke auch. Aber Nationalsozialisten auch? Auch. Also wenn jemand... Auch, ich hatte es auch in meinem Kommentar geschrieben, dass eigentlich alle Ismen vom Nationalsozialismus bis Kommunismus, Marxismus sehr viel Unglück über die Welt gebracht haben. So stehe ich nach wie vor dazu. Das sind für mich Radikalismen, die ich absolut ablehne. Ich habe mit der Hitlerei und dem Nationalsozialismus überhaupt nichts zu tun. Und ich bin ein Demokrat und werde die demokratischen Errungenschaften, auch die freie Meinungsäußerung, immer und überall verteidigen. Eine weitere Geschichte, die für großes Aufsehen gesorgt hat, war Ihre Äußerung im vergangenen Mai. Da haben Sie gesagt, ein marokkanischer Asylwerber, über den Sie sich geärgert haben, aus welchem Grund auch immer, das sei ein Kanake. War das ein Fehler? Ich nehme heute diese Äußerung zurück. Ich bezeichne nicht alle Nordafrikaner, die in Innsbruck sind, die übrigens meistens keine normalen Asylwerber sind, sondern Rauschgifthändler, Asylbetrüger und Scheinasylanten, die bezeichne ich nicht als Kanaken. Ich habe diesen einen, der verschiedenste Straftaten begangen hat, Diebstahl, schwerer Diebstahl, Drogenhandel, Körperverletzung, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Morddrohung gegen einen Polizisten, da habe ich gesagt, mit diesem Kanaken soll man abfahren, in die Botschaft bringen und diese ersuchen, den Mann als Persona non grata in Österreich außer Landes zu bringen. Aber ich ziehe auch diesen Ausdruck für diesen einen nordafrikanischen Schwerverbrecher zurück. Allerdings entschuldigen bei ihm werde ich mich nicht. Ich gehe davon aus, dass es bei diesem Parteiausschluss dennoch bleiben wird. Dazu hat sich Strache schon viel zu weit aus dem Fenster gelehnt. Wenn es dabei bleibt, bleiben Sie wilder Abgeordneter oder verzichten Sie auf Ihr Mandat, wie Ihnen Norbert Hofer heute ausrichten hat lassen, dass das sein Wunsch wäre? Ja, ich werde jetzt die Sache abwarten. Ich muss schauen, was in dem Bescheid drinnen steht. Ich fahre nächste Woche wieder nach Hause. Da wird wahrscheinlich die